Ein herzliches Willkommen und hallo, liebe Wasserzeichen, ich grüße euch. Herzlich willkommen, lieber Fisch, willkommen, lieber Krebs und auch herzlich willkommen, lieber Skorpion. Mein Name ist Janina und ich heiße dich herzlich willkommen zum 5. Mal, glaube ich jetzt, zu einer neuen Wochenbotschaft hier auf meinem Kanal. Es geht um die Woche vom 7. bis 13. Oktober. Die erste richtige, vollständige Oktoberwoche. Wir schauen rein, was erwartet dich? Ich werde heute wieder mit Hilfe des keltischen Kreuzes die Energien für dich auslesen. Mach es dir schön, mach es dir gemütlich, hol dir was Leckeres zu essen und zu trinken. Alle meine verwendeten Tarot, Orakel und Lenormand-Karten findest du unterhalb des Videos verlinkt. Also in dem Sinne, es geht los. Wenn du magst, lass mir gerne einen Kommentar, ein Gefällt mir oder auch ein Abo da. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder und du kannst meinen Kanal hier weiter verbreiten auf YouTube, okay? In dem Sinne, wir legen los mit den Mystic Palette Tarot Karten von Ciro Marchetti und ich gehe rein in den Beginn deiner Woche. Wie startest du energetisch in die Woche hinein? Welche Karte, welche Energie möchte sich zeigen? Die Beginner, die Gegenwartsenergie. Was haben wir? Die 7 der Münzen. Na guck mal, das fängt doch schon mal gut an. Bei den 7 der Münzen geht es nämlich darum, dass hier etwas wächst und gedeiht. Wächst und gedeiht. Wir klären direkt mit dem auch gleichnamigen Künstler Lenormand, also auch von Ciro Marchetti, das gilt Reverie Lenormand. Und klären mal von außen betrachtet, diese 7 der Münzen. Was genau darf denn wachsen und gedeihen? Der Hund ist gefallen. Das kann eine Freundschaft betreffen, ein in irgendeiner Form ein treues Gefüge, eine mit Treue versehene Beziehung. Also hier wächst etwas. Das können allgemein die Beziehungen in deinem Leben sein, die nun an Stabilität und Sicherheit erfahren dürfen. Sehr, sehr gut. Okay. So, bei einigen bekomme ich aber tatsächlich auch rein, dass die 7 der Münzen dafür stehen, dass du hier neue Maßstäbe setzen möchtest, weil die 7 ist auch immer so eine Neubewertung einer Situation. Du bewertest deine Freundschaften, deine Beziehungen, aber auch deine eigene Loyalität zu einer Situation. Was kreuzt diese Energie? Was kreuzt die Energie? Was kreuzt diese Analyse sozusagen? Also was, wie entwickelt sich, könnte man auch sagen, im Laufe der Woche dieser Impuls? Und da ist mir das Kärtchen runtergefallen, aber es hat sich gezeigt, und deswegen darf es auch Teil, so, sorry, kurz ein bisschen ungemütlich hier, deswegen darf es Teil der Legung werden. Und da sind die 6 der Kelche gefallen. Bei den 6 der Kelchen geht es um die Vergangenheit. Es können eine Beziehung, eine Freundschaft, aber auch eine Seelenverbindung sein, die eben schon sehr lange andauern. Bei einigen sogar über dieses Leben hinaus, bei anderen einfach wirklich schon wahnsinnig lange. Du kennst diese Menschen, um die es geht, schon sehr, sehr lange. Die Vergangenheit an sich spielt eine Rolle bei dir, Kindheitsthemen, Kindheitserlebnisse. Wir klären mal direkt mit dem Lenormand, wie können wir uns das vorstellen? Wie darf im Außen diese Nostalgie-Energie gesehen werden mit den Störchen? Ja, es geht also um Veränderung und Flexibilität. Also einige dürfen sich von vergangenen Gefühlen ein Stück weit lösen, dürfen aber auch ja, Flexibilität in ihre Sichtweise, in ihre Beurteilung mit einfließen lassen. Beurteilung, wo man wirklich sagt, okay, spannend, unterm Deck liegt der Park. Der Park geht auch, da geht es auch um die Öffnung. Ich öffne mich oder ich zeige mich. Eine Öffentlichkeit könnte eine Rolle spielen. Das heißt, du könntest hier jemanden aus der Vergangenheit wieder treffen. Ich lasse es auch mal ganz offen, ob platonisch oder romantisch. Das wirst du für dich selber spüren und wahrnehmen, wenn du diese Energie heute annimmst. Aber in dieser Verbindung, in dieser Beziehung hat sich mit den Störchen etwas verändert. Also das Auftreten könnte ein anderes sein, die Gefühlslage, die Sichtweise. Also hier hat sich etwas in dieser Konstellation verändert. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Wo kommst du denn her? Woher stammt denn quasi die gegenwärtige Energie mit den 7 der Münzen? Die 10 der Kelche. Jo, die 10 der Kelche. Hier sind ganz große Gefühle im Spiel. Ganz, ganz große Gefühle, liebe Leute. Und
auch hier wieder, es ist eine allgemeine Legung, platonisch und romantisch, ne? Kelche bedeutet einfach von Herzen. Und da kannst du jetzt für dich sagen, von Herzen aus tiefster Freundschaft, von Herzen aus tiefster Liebe, aber natürlich auch familiär gesehen. Also das musst du für dich, also das möchte ich, dass du das für dich liest, ne? Und da einfach in dich hineinfühlst und horchst. Ganz große Gefühle. Das könnte für einige auch bedeuten, dass du in der Vergangenheit hier die Liebe deines Lebens getroffen hast. Emotionale Stabilität bekomme ich rein. Hier das Schiff, das ist eine Sehnsucht, eine sehr sehnsuchtsvolle Beziehung, um die es hier geht. Das Schiff steht für die Sehnsucht, das Schiff steht auch für die Überwindung von Distanzen. Das kann also auch hier einen Menschen betreffen, der, zu dem du dich in der Vergangenheit gar nicht, auch freundschaftlich gesehen, dass das eine ganz andere und ganz neue Art von Mensch war. Und zu dieser Art von Mensch hast du dich vorher, ich will gar nicht sagen, nicht hingezogen gefühlt, aber dieser Mensch hat vorher, diese Art von Mensch hat vorher nicht deinen Weg, deinen Lebensweg gekreuzt. Das würde ich jetzt eher sagen. Guck mal, da klingelt es direkt. Vielleicht hat auch dieser Mensch irgendwann an deiner Tür geklingelt oder du hast an der Tür geklingelt von dieser Person, je nachdem. Leute, ich bin richtig neugierig, ne? Ich habe das Gefühl, das ist hier echt eine sehr tiefe Geschichte, die hier bei euch los ist. Lasst es mich echt gerne mal wissen, wenn ihr Lust habt, wenn ihr eine Idee habt, was das sein könnte, welchen Menschen das betreffen könnte, was auch immer. Sehr, sehr stark, sehr intensiv, was ich hier reinbekomme. Okay, es geht weiter. Wir gehen mal rein in die Gedankenebene. Wie bist du denn gedanklich, rational aufgestellt in den kommenden 7 Tagen? Okay, da zeigt sich der Turm. Wow, du bist total im Umbruch. Du bist im Umbruch. Du bist dabei, alte Glaubenssätze, Glaubensmuster loszulassen und sagst ganz ehrlich, jetzt bin ich bereit für die große Veränderung. Die Karte ist zusätzlich gefallen. Zusätzlich haben wir das Rad des Schicksals. Ja, Veränderung. Veränderung ist hier wirklich das ganz große Thema, ne, Rat des Schicksals, das ist eine Veränderung, eine schicksalhafte Veränderung, könnte man auch sagen, für dich. Und das nimmst du hier wahr. Irgendwas hat sich in dir verändert. Leute, ich habe es hier schon gesehen. Ne? Hier gab es irgendwie eine Veränderung und das merkst du. Also das merkst du auch wirklich schon in deinen Gedanken. Das ist gerne mal so eine Energie, die wir eher in unserem Unterbewusstsein haben. Und hier ist es bei dir aber wirklich schon ins Bewusstsein gelangt. Eine Lenormand-Botschaft diesbezüglich. Ja, der Reiter, guck mal. Kann eine Nachricht sein, die hier reinkommt. Eine Nachricht bei WhatsApp, per Brief oder jemand ruft dich an. Ne? Also hier kommt von außen eine Nachricht auf dich zu und diese Nachricht bringt dich zum Umdenken. Kann auch sein, du bist auf sozialen Netzwerken unterwegs und irgendwer schickt dir eine Freundschaftsanfrage. Und auf einmal merkst du, ach, guck mal. Ne? Also irgendwie kommt hier Bewegung rein. Stark, lieb ich doch. Okay, gehen wir mal weiter. Wie sieht es emotional bei dir aus? Dein emotionales, dein Gefühlsleben. Wow, der König der Kelche, du bist ja stabiler denn je. Sehr schön. Wenn der König der Kelche nicht deine eigene Energie ist, dann kann der König der Kelche auch eine unterstützende Kraft sein. Also jemand, der dich hier wirklich unterstützen möchte, der an deiner Seite sein will. Der König der Kelche, darauf bitte eine Lenormand-Energie, eine Lenormand-Klärung. Das Haus, Vertrauen spielt eine große Rolle. Du vertraust dir, du vertraust anderen. Es wird für eine emotionale Vertrauensbasis geschaffen. Du schaffst neues Vertrauen. Das Haus ist aber, steht allgemein auch für unser Privatleben. Und es kann auch einfach sein, dass du in deinem Privatleben hier jetzt eine Beziehung, eine emotionale Situation für dich klären und heilen darfst. Stark. Im Laufe der Woche, was sind denn da so deine Wahrnehmungen? Also was ist so deine Gemütslage im Laufe der Woche? Wie entwickelst du dich? Wow, die 7 der Stäbe. Bei den 7 der Stäben, da geht es darum, dass man sich durchsetzt, dass man Grenzen setzt, sich möglicherweise auch von etwas oder jemandem abgrenzt. Klären wir.
wie dürfen wir uns das hier vorstellen mit dem Kreuz? Das ist das Rad, Rad des Schicksals, richtig? Nicht richtig. Das Kreuz ist eine Belastung, eine dich belastende Situation, von der du dich nun mit den 7 der Stäben abgrenzt. Also wirklich sagst, nee, hier setze ich einen Riegel vor, weil so möchte ich zukünftig nicht weiter... weiter sein, weiter leben. Ne? Du grenzt dich hier wirklich aktiv ab. Sehr schön. Jetzt habe ich aber einen Stapel hier übersprungen. Das ist der Stapel der Entwicklung innerhalb dieser, also zum Ende der Woche. Wo stehst du denn hier tendenziell zum Ende der Woche? Was ist da energetisch los? Wie hat sich die Situation für dich entwickelt? Lass mich kurz rechnen, 9 der Schwerter mit den römischen Zahlen, muss ich mir mal kurz überlegen. Die 9 der Schwerter, liebe Leute. Ja, bei den 9 der Schwerter, hier geht ein Albtraum zu Ende, könnte man auch sagen. Etwas, worüber du dir lange den Kopf zerbrochen hast, wo nun endlich so ein Aha-Erlebnis kommt. Ne? Du hast hier vielleicht auch in der Woche nochmal die ein oder andere schlaflose Nacht, aber zum Ende der Woche ist diese schlaflose Nacht oder dieses schlaflose Sein, diese schlaflose Existenz zu Ende. Du bist für dich entspannter, du hast Antworten und Klärung erfahren. Ich möchte hier aber auch direkt weiter klären. Und da haben wir hier die 9 der Schwerter. Die Dame ist ja mal ein bisschen nacki-dai, deswegen mache ich mal eben so. Die Dame, das bist du selbst. Ich lege sie ausnahmsweise mal so ein bisschen darunter. Bei der Dame geht es um dich. Also du kannst hier für dich sagen, okay, du lässt hier etwas los, einen Umstand, Gedanken, Sorgen, also etwas, was wirklich ja, dich belastet hat. Diese Belastung darfst du auf mentaler Ebene ganz klar loslassen. Und das finde ich schön, weil das auch mit der Dame, das ist deine Energie. Das heißt, dieses Loslassen, das machst du auch bewusst. Das entscheidest du bewusst für dich. Ich lasse dieses oder jenes gehen. Ich lasse diese Situation jetzt los. Sehr schön. Da gehen wir mal weiter und schauen auf deine äußere Energie. Also was begegnet dir im Außen? Mit deinen Freundschaften, mit deiner Beziehung, Familie? Was ist da los in deinen äußeren Beziehungen? Da kriegen wir 2 Energien. Da haben wir einmal die 3 der Stäbe und den Page der Stäbe. Also beide Stabenergie, sehr stark. Bei den Stäben geht es um Feuer, um Leidenschaft, um die Selbstsicherheit. Bei der Nummer 3 geht es um das Wachstum. 3 der Stäbe bedeutet auch persönliche Weiterentwicklung. Und der Page der Stäbe animiert dich oder setzt Impulse, sich auch wirklich aus der Komfortzone zu begeben. Und das ist hier im Außen. Also hier könntest du es wirklich mit jemandem zu tun haben. Vielleicht hast du auch Feuerelemente in deinem Umfeld. Also jemand, der im Stern, Mond, Aszendenten oder Venuszeichen den Löwen, Widder oder Schützen hat. Vielleicht aber auch du selber. Also hier wird Feuer ist hier im Außen eine große Rolle, sehr präsent. Und das bedeutet hier für dich persönliches Wachstum, persönliche Weiterentwicklung. Also deine Beziehungen dürfen sich weiterentwickeln. Und das ist auch hier wieder aus der persönlichen Animation heraus. Das Buch, ja, neues Wissen, was hier deinen Weg kreuzt. Neues Wissen, du bist wissbegierig, du trittst hier in Kontakt mit anderen und mit dem Buch offenbart sich dir auch etwas. Das Buch steht natürlich zum einen für Geheimnisse, zum anderen aber auch, ein Buch kann ich öffnen und wenn ich es öffne, dann kann ich lesen und wenn ich lese, habe ich neues Wissen. So, und das bekomme ich hier eher rein. Du bekommst neues Wissen im Außen, vielleicht durch Gespräche, was auch immer. Und durch dieses neue Wissen entwickelst du dich selber weiter. Okay, was ist deine größte Angst, aber gleichzeitig auch deine größte Hoffnung in dieser Woche? Wo sagst du, oh, auf der einen Seite bitte ja und auf der anderen Seite bitte nein? Die 3 der Münzen, das ist eine Zusammenarbeit, das ist eine Teamarbeit, das ist auch Wachstum. Bei den 3 der Münzen hast du hier zum einen... So ein bisschen, ich habe das Gefühl, so ein Unabhängigkeitsgedanken. Das heißt, du möchtest unabhängig sein und hast Sorge, abhängig zu sein von anderen, was die Weiterentwicklung hat. Aber auf der anderen Seite möchtest du auch, dass man hier wieder... ich habe auch das Gefühl, das könnte ich hier speziell auf diese Beziehungsebene auch anspielen, dass du dich eigentlich nicht abhängig machen möchtest im Weltlichen von jemand anderem. Und andererseits möchtest du aber auch, dass man hier wieder im Team zusammenarbeitet. Hier im Lenormand bitte. Hier, die hat sich zuerst gezeigt, das ist der Berg. Aber wir nehmen die mal hier als Zusatzinfo. Der Berg ist eine emotionale Blockade.
Und dann haben wir den Herren und die Zeit, die eine Rolle spielt. Ich habe das Gefühl, der Zeitpunkt mit einer ganz bestimmten Person war in der Vergangenheit nicht der richtige. Das ist nämlich immer so ein bisschen, wo kommt diese Energie her? Das ist für mich so die Zusatzenergie, die Zusatzkarten. Und der Zeitpunkt war in der Vergangenheit nicht der richtige, ist aber jetzt, weil hier auf der einen Seite bist du blockiert, mit dem Berg emotional blockiert, aber der Berg weist dir auch einen neuen Weg auf. Eine Blockade, die für dich lange ein Hindernis dargestellt hat, ist für dich eigentlich nur eine Umorientierung gewesen. Das hat bei einigen Jahren gedauert, um das jetzt zu verstehen. Das heißt, Dinge neu zu betrachten, um hier miteinander arbeiten, miteinander wachsen zu können. Man muss nur eine neue Perspektive annehmen. Und das ist gleichzeitig diese Chance, die du hast. Negativ, ne? Also Angst ist natürlich die Blockade, die du hast, dass du weiterhin, dass du angewiesen bist auf andere, dass es dir nicht schnell genug geht. Und das ist für dich dann irgendwo auch mit dem Berg eine Blockade, eine emotionale, kommt auf die Betrachtungsweise an. Okay, über diese Woche hinaus, wie entwickelt sich die Situation mit, jetzt muss ich tatsächlich nochmal ganz kurz luschen, wo waren wir denn hier am Anfang? Ach ja, die 7 der Münzen waren wir, okay. 7 der Münzen, was ist denn hier so eine langfristige Tendenz? Wie entwickelt sich dieses neue Fundament, was geschaffen werden darf, langfristig? Denn na, ja, es gibt einen Neuanfang, liebe Leute. Was soll ich denn anderes sagen? Es gibt einen Neuanfang. Es gibt die Chance, hier etwas Neues wachsen und gedeihen zu lassen. Ich lieb's, das ist mega. Also hier kommt auf dich langfristig ein Neuanfang zu und das wird sich hier zeigen mit dem Brief. Der Brief ist ja eine Nachricht, eine Botschaft. Ist hier, kann sein, dass sich jemand langfristig bei dir melden wird, dass du dich langfristig bei jemandem meldest. Also hier ist wirklich, wo man sagt, okay, hier ein Neuanfang wird durch Kommunikation. Doch Kommunikation kriege ich auch wieder rein. Social Media, Nachricht, eher auf privater Ebene tatsächlich. Dass man privat kommt hier Bewegung rein in Gesprächen und das sorgt dann langfristig für den Neuanfang. Das Einhorn der Woche aus dem Einhorn-Orakel von Doreen Virtue. Bitte ein Einhorn für das Element Wasser. Das Einhorn, welches ist es denn? Ich zerstöre hier die ganze Zeit mein Konstrukt. Heiler. Du hast die Kraft, anderen zu helfen und sie zu heilen. Ja, wenn nicht du, wer dann als Wasserzeichen, oder? Also du hast die Chance, andere zu heilen. Und das ist, glaube ich, auch hier diese Beziehung, diese Verbindung, um die es hier irgendwie ja geht, die auch geheilt werden darf. Und vielleicht hat auch jemand so ein bisschen das Vertrauen in euch, in dich verloren, konnte dich aber auch nie wirklich loslassen. Und deswegen hier, du zeigst jemandem genauso den Weg in deine Richtung. Welche Priesterin begleitet dich? Welche Priesterin, ne, das sind eher unsere Gefühle, die Priesterin der Gefühle, der Emotionen. Welche Priesterin begleitet dich? Das sind die Priesterin des Lichts von Sandra Ann Taylor und Kimberly Weber. Fülle, Glück, Wohlstand, Überfluss. Ich lieb's doch komplett. Die 28 limitiert sich zur Nummer 10. Die 10 ist das Rad des Schicksals. Und das Rad des Schicksals ist eine schicksalhafte Wendung in deinem Leben. Und diese Wendung bringt dir Fülle, Glück, Wohlstand, Überfluss. Das, was du immer gewünscht hast, das, was du immer willst. Also du könntest hier in dieser Woche echt, sage ich dir, wie es ist, den ganz großen persönlichen Durchbruch erreichen. Ich bin wahnsinnig gespannt, Leute. Lasst mir gerne, gerne Kommentare unterhalb des Videos da. Dann sehe ich, wie ihr zu diesen Energien steht. Ich kann euch das immer nur mit auf den Weg geben. Ihr entscheidet am Ende, was ihr selber draus macht. Lasst mir gerne ein Gefällt mir, ein Abo da. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, alles Liebe, alles Gute. Deine, eure Janina. Ciao.